Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Eplecta Innocence mit mir den Pirates. Wir machen weiter in einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und wir müssen ja erstmal das hier machen. Und weitergehen. Genau, um da durchzukommen. Der Karren ist mit einer Kette festgemacht. Los, los! Ja, jetzt nicht mehr. Wir halten ihn nicht auf? Nein, laut! Jetzt laufe. Oh. Das gefällt mir aber nicht. Ja, ja. Aber funktioniert doch. Na gut, es hat funktioniert. Ein Soldat. Und der ist jetzt ein Snack. Tut mir leid. Da, auf dem Turm. Sind das etwa? Ja. Tote. Ah, danke. Aber sie brennen. Sie nicht hin. Mhm. Und was bringt mir das? Ich verstehe. Da bumm die. Tschüss. Was? Oh. War zu früh, scheiße. Wir kommen. Ah, hier das hinten nehmen müssen, ne? Ah, müsste trotzdem gehen. Hoffentlich. Naja. Ist in Ordnung. Okay, haben wir es geschafft? Was denn? Ich kann nicht. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Kopf. Die Makula. Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo, denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Verdammt. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Alter, wie lang ist dieses Schlachtfeld? Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Nur Mut, Leute. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Guyenne gehört uns! Oh, ich kann ihn zum Einschlafen bringen. Dann, mein Lieber. Oh, es hat auch gezählt. Okay. Sehr gut. Hat noch gezählt. Nice. Achso, das ist nur zum. Ah, ich hätte auch ablenken können. Achso. Jo. Schläft, da macht man keine Probleme mehr. Amicia, ich bin so müde. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na, endlich. Ah. Das Schlachtfeld haben wir geschafft. Wo kommt ihr denn her? Seid ihr allein? Achtung. Sag schon, Drecksack. Das ist meine Schwester, Bastard. Jetzt lasst uns gehen. Ihr werdet uns auch nie wiedersehen. Versprochen. Sicher nicht. Da, wo ich herkomme, werden Plünderer auf der Stelle hingerichtet. Was sollen wir tun? Zu riskant. Hier lang. Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was?
Hey! Jetzt! Soldaten, hier gibt es Schwierigkeiten. Lass uns abhauen. Folgen wir ihnen. Da, da, sie fliehen. Oh nein. Oh Gott. Kapitel 6. Beschädigte Güter. Hey, Kleiner. Aufwachen. Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich... hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Roon. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Räudiger Köter. Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Schweine haben eine Schleuder. Die brauchst du nicht. Komm mit. In der Hugo. Ja gut, uns wurde ja alles abgenommen. Das ist natürlich klar. Gefangen lässt man ja nicht sehr oft die Ausrüstung. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Sieht nach einer Ablenkung um und drücke Q und damit, ja, wo müssen wir hin? Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Oh, oh. Er ist also dein Bruder. Na los. Okay. Wissen wir, wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur schätzen, ich hätte schwören. Der Groß allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, geduldig sein. Nein. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion. Wir müssen den Weg freiräumen. Eine biblische Plage. Und das ist erst der Anfang. Wo willst du hin? Dadurch? Als diesen Krieg. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Gut gemacht, Arthur. Dann los. Sehr gut. Pass auf die Flaschen auf. Naja. Sehr gut. Vorsicht! Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Ja, ist schrecklich, ne? Sie schießen auf einen Toten. Ja, so läuft das im Krieg. Und so erteilt man einem Valois eine Lektion. Hast du gestern unten ist gut erwischt? Ja, aber das war keine große Sache. Diese Holzköpfe stürmen einfach blind drauf los. Los! Helden in funkelnder Rüstung. Man muss nur einen Schwachpunkt finden und zack! Nichts leichter als das. Der spricht hier mit Erfahrung. Vorsicht! Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, Guyen gehört wo müssen endlich wieder wir zu England. Lang? Ach, ja? Die Pike, da, nein!
gehört jetzt. Wir müssen da drüben lang. Du brauchst doch. Ach, da müssen wir lang. Der Topf. Ja. Gut gesehen. Ah, okay, man kann es nicht falsch machen. Jetzt nach links. Sei vorsichtig. Du kennst die Befehle. Und tschüss, ja, ja. Oh, oh. Da war nichts. Sehr gut. Was für ein Gefangener bringt so eine hohe Belohnung? Kinder von Valois, der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roon. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Oh, Scheiße. Mal sehen. Das und das. Gar nicht mal übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver, wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Wärst du so freundlich? Ja, für mich wäre Alchemie schon ganz interessant. Hier, viel Spaß damit. Danke. Dann weiter, ich komme schon. Leise. Melly, nicht da lang, da sind zu viele von ihnen. Da, oh, oh, wo gehst du? Oh nein. Achso, ich dachte, ich kann immer noch nicht nutzen. Ich dachte, weil ich da Alchemie habe. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Okay, schön vorsichtig. Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Die Hälfte der Vor- du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Naja, anders kommt es ja nicht raus. Das ist ja ein riesiges Gelände. Alter, was ist denn das hier für ein großes Gelände, sag mal? Mein Bruder! Sieht ganz so aus. Schnell! Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Diese Dreckskerle, Die behalten wir für uns, oder Jungs? Nein, nein, hey, bitte nicht! Die Kleine! Freu dich einfach, dass du noch lebst. Die meisten nicht. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit! Die Kleine ist entkommen! Ihr Käfig steht offen, alle suchen nach ihr! Scheiße! Verteilt euch! Achtet auf die Türen und bleibt wachsam! So ein Käfig öffnet sie nicht von allein! Da stecken sicher die Valois dahinter! Das ist unsere Chance! Okay. Hi, Hugo! Hugo, ich bin hier! Amicia! Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Tour da gesteckt. Gut. Ein paar Männer rüber zum Offenbach. Gott. Melly, übernimmst du? Ja, Melly, du machst und ich werde hier ein bisschen was einsammeln. Nee, doch nicht, okay. Ah. Ja. Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Wir sind erledigt. Festhalten. Zum Glück sind sie beschäftigt. Melly, das Schloss. Na los. Kinderspiel. Sie sagt, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Amicia. Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja, am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm.
Achso. Ah, okay, die KI ist hart verwirrt, wenn man der folgt. Wenn ich jetzt der KI nämlich folge, dann weiß sie nicht mehr ganz genau, wo sie hin will. Ja. Okay. Aber jetzt haben wir, endlich wieder ausge... Bist du dir sicher? Absolut. Oh, du Scheiße. Ich bin's leid, wegzulaufen. Dann los. Mist. Mist. Ich krieg sie alle. Wäre geil gewesen. Hätte ich sie jetzt alle bekommen, wäre nice geworden. Wegzulaufen. Soldat, was geht hier vor sich? Soldat, wo seid ihr? Zeigt euch, ihr dreckigen Feiglinge! Hab nur gedacht, ihr könntet entkommen, was? Dann tschüss. Los. So. Oh, ja, ja. Was? Ja. Alter, jetzt blockier mich nicht. Echt? Na gut. Wahrscheinlich besser. Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Gefällt mir gar nicht. Hey. Lasst uns in Frieden. Das war unglaublich. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Ne. Oh, wenn du da musst. Aber wie willst du denn sonst durchkommen? Sind zu viele, um hier einen friedlichen Lösungsweg zu wählen. So. Na? Ich kann ja mal ein bisschen Zielen beibringen. So. So geht's schneller. Und ganz ehrlich, am Abend haben sie schon nicht anders verdient. Ach du Scheiße. Oh! Ja, schon wieder. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Amicia, haha. Dräng sie zurück! Oh. Die Inquisition, was zum Teufel stehen habt ihr getan? Bleib gar stehen. Nichts! Wir haben nichts getan! Sie wollen Hugo! Oh Gott. Ja, ja. Ne? Schnell, schnell! Oh. Da musst du wohl auch mal lernen zu versagen. Alter, der ist ja hier wie Mr. X. Schleicht jetzt hinterher. Ah. Sehr gut. Verdammt. Und? Was? Was? Ah ja, weil er hochgelaufen ist. Ah, oh, scheiße. Okay, mit der, Alter, mit der muss hier ja richtig kämpfen im Spiel. Ey, das war mal so ruhig, das Spiel. Relativ. Mit der Pro-Kapitel immer schlimmer. Ja. Okay, komm. Zurückbleiben. Jetzt geht's. Weiter. Okay, komm. Die Luke da. Das könnte unser Weg nach draußen sein. Da ist eine Kette. Melly. Ja, okay. Komm schon, komm schon. Ich
Los, komm, Melly. Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Könnt ihr euch nirgendwo verstecken? Haltet den Mund! Lasst uns in... Oh Gott, Glück gehabt. Kapitel 8. Der Fahrt vor uns. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Na, stimmt. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Das war ja heute hier eine Action-Folge. Ja, Hilfe. Ich hoffe aber, es hat euch Spaß gemacht und dass ihr morgen hier wieder einschaltet zur neuen Folge Epictal Innocence. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Morgen um 14 Uhr geht's weiter. Haut rein. Bis dann, euer Pirate. Tschüssi. Wir sehen uns. Ciao. Bis dann. Tschüss.